Hallo und schönen guten Abend und willkommen zum letzten Season 2 Sword Guide. Und als letztes habe ich mir ein Bild vorgenommen, den die meisten wahrscheinlich schon kennen, und zwar die Arclash Sorg. Also nochmal ein Basic Attack Sorg Bild, zusätzlich zu dem Firebolt Bild, den ich vor kurzem hochgeladen habe. Ja, Arclash Sorg kennen ja die meisten, beruht darauf, dass wir den Basic Attack Arclash durchspammen und dann möglichst mit permanenter Uptime von der Unstable Currents Ulti noch verschiedene weitere Lightning Skills raushauen. Den stärksten weiteren Lightning-Skill, den man dabei casten kann, ist halt Ball Lightning, der momentan sehr, sehr stark ist in Season 2 und dabei natürlich das Endergebnis ein bisschen verfälscht, sozusagen, wie viel Schadensoutput wirklich über Arclash rauskommt. Denn das Ganze wirkt eigentlich nur wie ein Ball Lightning-Build, nur dass du Ball Lightning über Arclash auslöst. Bedeutet, ich habe den Arclash-Build ein bisschen umgebaut, um Arclash sozusagen in den Vordergrund zu denken, dass wir wirklich über Arclash und auch zusätzlich über das Proccen vom X-Fallring unseren Schaden machen. Ja. Ein großer Schadensboost kommt hier natürlich nur von der Vampiric Power diese Season von Moonrise, die uns einen 160% Damage Multiplier für Arclash gibt. Wir lösen trotzdem weiterhin, haben wir permanent Unstable Currents Ulti ab, lösen sowas wie Chain Lightning, Lightning Spear und so weiter und so fort aus. Haben da auch ein paar Runen extra für drin. Zum Beispiel bei Lightning Spear haben wir extra die Rune drin, dass wir Gegner stunnen, dass wir ein bisschen mehr CC haben, um 100er Nightmare Dungeons ganz gut zu überleben. Und wir haben auch des Weiteren Ball Lightning geskillt, aber ich habe hier nur einen Punkt drin. Die weiteren kommen halt von der Harlekins Krone, um darüber einfach Crackling Energy auszulösen. Und hierdurch blocken wir auch nochmal mehr Crackling Energy über Lightning Skills, um dann über halt Overflowing Energy passive permanent den Cooldown von Overflowing Energy von Unstable Currents runterzusetzen. Unstable Currents und natürlich auch Teleport, um gescheit durchporten zu können. Ja. Was gibt es über den Build zu sagen? Ich habe natürlich wie immer in der Videobeschreibung ein paar D4-Planer-Links. Da gibt es wieder verschiedene Versionen. Einmal eine World Tier 4 und Nightmare Dungeon 100 Version. Das ist so ziemlich derselbe Build eigentlich. Und dann nochmal eine Full Boss Single Target Version. Hier ändert sich nicht viel, außer der Enchantment Slot. Beim Farmen nimmt man Teleport rein. Für Full Single Target Boss Damage würden wir hier Ball Lightning reinnehmen, weil wir dadurch immer, wenn wir critten, mit einer Lucky Hit Chance von 25%, einen statischen Ball Lightning auf einer Stelle spawnen und bei dem hohen Attack Speed von Arclash deckt man halt insane viele Ball Lightnings sozusagen auf einer Fläche auf. Ich werde mal sehen, ich werde später Lilith machen, nachdem ich hier 100er Nightmare Dungeon gemacht habe. Ich werde das aber mal nicht reinnehmen. Das ist die beste Art und Weise, am meisten Single-Target-Schaden zu machen. Ich lasse den Slot aber mal extra offen, um zu demonstrieren, dass auch Ball Lightning selber genug Schaden macht, dass auch Arclash selber genug Schaden macht, um auch Lilith zu töten. In 100er Nightmare Dungeons brauchen wir das nicht. Da reicht der Arclash Damage, dann nehmen wir Teleport für mehr Fortbewegung. Zusätzlich wechseln wir währenddessen nämlich die Schuhe. Für Full Single Target nehmen wir Esus Schuhe für maximalen Schaden, mehr Crit Chance, gleich mehr Damage. Und beim Nightmare Dungeon 100 Farmen nehmen wir Schuhe extra, um mit dem Modifier das Attacken Evade Cooldown reduzieren und damit den Cooldown von unserem Teleport reduzieren, dass wir einfach öfter durchporten können. Denn vom Playstyle hier ist es eigentlich relativ einfach. Wir porten den Gegner rein mit Raiment of Infinite. Ziehen wir alles in einen Pixel zusammen, können relativ oft porten. Der normale Teleport als auch der Leertaste-Teleport kriegen wir gut runtergesetzt. Einmal über die Passive und einmal über den Schuh-Modifier. Und da knallen wir dann einfach in den Pixel Arclash rein. Während wir Unstable Currents haben, procken noch weiter Lightning Skills und gut ist. Also, Fortbewegung, Damage, Ulti. Ice Blaze natürlich wie immer mal nur wegen Tarascha-Ring. Einfach nur wegen dem Kälte-Damage, um das Tarascha-Element zu procken. Flame Shield zum Unsterblich machen und Ice Armor für mehr Toughness. Ja, was haben wir sonst noch drin? Wir haben Firebolt drin, denn wir spielen auch mit Devouring Blaze. Bedeutet nochmal prozentual mehr Crit Damage. Ich habe das Ganze sogar auf meinem Amulett drauf. Bedeutet, wir wollen Gegner auf jeden Fall anzünden. Plus natürlich jeder von diesen ganzen Lightning Spells, die wir machen. Der Arclash, Lightning Spear, der gepockt wird, Chain Lightning, Charge Bolts, Ball Lightning und so weiter und so fort. Macht alles direkten Schaden. Lightning Damage ist immer direkter Schaden. Und jegliche Form von direkten Schaden tut Firebolt Enchantment procken und damit einen Dot auf die Gegner draufhauen. Und über diesen Dot können wir den X-Fall-Ring procken. Und das ist das, was normalerweise in Kombination mit den statischen Ball-Lightnings auch beim Boss-Single-Target-Damage so stark ist. Wenn du da zig Ball-Lightnings, die auf einer Stelle stehen, auf einen Haufen stackst und die alle die ganze Zeit ticken pro Sekunde hier ihren direkten Schaden machen und sie die ganze Zeit diesen Firebolt-Dot draufhauen, wobei sehr oft der X-Fall-Ring auslöst, ja, darüber kann man halt indirekt sehr, sehr, sehr viel Schaden machen. Nur falls ihr euch wundert, warum wir X-Fall dabei haben, wir procken sau viel Direct Damage, also sau viel Dot und dadurch richtig viel X-Fall auch. Ich kann euch zeigen, die Lucky Chance vom Firebolt Dot ist hier nämlich zwischen 58%, wenn ich Barrier anmache. Ne? Barrier ist die sogar bei 68%. Natürlich geteilt durch 8 Sekunden, weil dieser passive Dot geht 8 Sekunden lang. Okay, ich habe hier einen Belfry Zakara, 100er Nightmare Dungeon. Wir gehen rein und ich zeige euch mal, wie sich das damit so farmt.
Natürlich, die wichtigsten Regeln für Toughness in einem 100er Nightmare Dungeon sind beachtet. Bedeutet, ich trage eine Harlekins Krone. Dadurch habe ich einen relativ hohen Life-Pool. So 13.000, 14.000 Leben sollten das insgesamt sein. Das können wir uns aber jetzt nochmal genau anschauen. 13.000 Leben. Ich habe 7.200 Armor jetzt gerade, aber ich habe Disobedience auf dem Amulett. Zusätzlich mit einem Armor Roll bedeutet in Fight, wenn ich die 60 Disobedience Stacks aufrecht halte, komme ich auf 13.400 Armor und da würde ich ans Armor Cap für 100er Nightmare Dungeons, wodurch ich 85% weniger physischen Schaden bekomme. Meine Resistance sind hier bei 70 bzw. 64. Wenn ich irgendeinen Skill caste, der nicht einen Basic Attack hat, sind die alle bei 70. Dadurch die passive Potent Warding. Das ist die hier oben, bekommen wir nochmal Bonus Resistance, wenn wir eine nicht Basic Attack casten. Bedeutet übrigens, Arclash löst nicht diese Bonus Resistance aus, aber jeder andere Skill, allein der Teleport. Zack, hast du Max Resistance. Ja, das ist alles gegeben. Ich würde sagen, wir fahren durch. So. Also erstmal Icebreaker anmachen, wegen den Kältestack und dann einfach Arclash reinballern. Wir haben relativ viel Attack Speed gestackt. Wir haben Ravenous Season Thema Effekt gerade, die Vampiric Power. Wir haben Moonrise, was uns auch nochmal mehr Attack Speed gibt. Wir haben den Basic Attack Speed Aspekt auch hier. Oh, Butcher. Guck mal, können wir uns ansehen, wie schnell wir Butcher down ballern. Ich darf nur nicht in dem scheiß Stein stehen bleiben. Mal ein bisschen moven. Und Ulti an. Und den healen. Oh, Butcher. Muss immer ein bisschen weggehen, dass mich der Stein da nicht erwischt. Jetzt darf ich da wieder weggehen. Der Stein ist immer ziemlich nervig. Einer mit den nervigsten diesen Thema. Ach, Nightmare Dungeon Effekte. Oh, die Gegner bekommen übrigens nochmal extra Barrier in dem Dungeon. Bei dem Dungeon Modifier hier gerade drauf. Wir machen den Butcher, aber wir kiten ihn einfach so ein bisschen durch den Dungeon durch. Man muss den Butcher nicht an Ort und Stelle machen. Noch ein bisschen durchkiten und dann währenddessen killen. Sieht am meisten Damage machen natürlich, wenn die Ulti an ist, weil viel von den Warlightnings natürlich kommt. Beziehungsweise aber, weil die ganz anderen Lightning-Skills auch einfach den Direct Damage machen, wodurch halt öfter X-Fighting auslöst. Das ist ja nur Arclash-Damage, aber der ist auch ganz okay. Tot. Legendary wird mir eher in die Tour geschickt. Ich nehme mal den Channing Pylon, da können wir ein bisschen besser durchporten. Ihr seht ja auch eigentlich, man kann wirklich. Das ist auch eigentlich gar nicht mal so schlecht zum Voltier 4 fahren, man kann relativ viel porten halt. Der normale Teleport reduziert sich ganz gut. Und halt der Leertaste Teleport einfach immer, wenn wir Arclash schwingen. Der hier, Teleport, zack, zack, zack. Ist er wieder ready. Natürlich jetzt ein bisschen öfter nochmal durch den linken Heiling gerade. Immer schön den Pixel rein und reinballern. Gut ist, die Gegner sind relativ viel gestunt. Wenn die Ulti an ist und die Lightning Spears gecastet werden, wird um uns herum alles ein bisschen gestunt. Und natürlich alles, wo wir reinporten, wird gestunt wegen der Rayman Chest. 3 Sekunden Stun bedeutet. Auch gar nicht so hart auf die Fresse. Die meisten Gegner sind permanent gestunt, während wir damit Arclash reinballern. Ein guter Punkt bei Arclash ist auch noch, wir benutzen bei Arclash die Rune, die uns Cooldown Reduction gibt, wenn wir gestunte Gegner hitten. Bedeutet, wenn ich hier rein hitte, bekomme ich pro gestunten Gegner, den ich hitte, Hitting a Stunned Enemy for Arclash reduces your Cooldown bei 0,15 Seconds. Also nochmal mehr Cooldown Reduction, wodurch man halt nochmal öfter teleportieren kann, weil es sitzt halt den Teleport runter, es sitzt die Ulti runter, Flame Shield. Und so weiter und so fort. Für den Boss heben wir uns hier die Ulti auf. Hoffen, dass der Stein nicht kommt. Dass der nicht direkt am Boss dann steht. Dann einfach da drin ballern. Reinkommt natürlich. Ein bisschen kacke bei so einem Melee-Build, wenn du diesen scheiß Stein hast. Halten die aber so ein bisschen raus hier. Hexe. Einfach Tuff ballern. Ihr seht, wie die da down schmilzt. Man sieht immer mal so 400er bis 600.000er Schadenszahlen. So der durchschnittliche Schaden von Arclash, wenn da reinballert. Muss es erst ein bisschen hochdrehen, weil muss immer dieses Moonrise, diesen 160% Damage Multiplier, muss man erst ein bisschen andrehen. Also, sobald der voll aufgeladen ist, auf jeden Fall macht man richtig gut Damage. So. Ja, das war ein 100er Nightmare Dungeon. Bossfight, Dungeon, alles relativ gechillt, alles gut gestunt. Das Nervigste war hier eigentlich nur der Stein, wovor ich ein bisschen aufpassen musste. Ich würde mal sagen, wir gehen zu Lilith hin. Und dann mache ich einmal Lilith mit der auf Boss Single Target Damage umgebauten Version. Dann seht ihr nämlich auch, was ich alles jetzt hier switchen muss. Ich mache das einmal hier vor dem Lilith-Fight. Wie schon gesagt, als allererstes wechsle ich die Schuhe, weil das Durchporten brauchen wir nicht mehr. Dann würde ich jetzt eigentlich quasi hier den statischen Ball-Lighting reintun. So, das verfälscht aber extrem den Single-Target-Schaden, weil dann viel Schaden von Ball-Lighting kommt. Deswegen, ich lasse diesen Slot mal leer. Aber normalerweise würde man hier Ball-Lighting reinmachen, weil die statischen Ball-Lightnings würden quasi
noch mehr Dots draufballern und dann noch mehr X-File procken. Wir lassen ihn aber einfach mal leer. Was müssen wir noch wechseln? Wir wechseln noch die Rune bei Arclash, weil wir hitten jetzt keine gesamten Gegner mehr, weil wir halt Full Single Target Boss Damage machen. Wir können das Ganze hier oben auf Flickering Arclash wechseln, wodurch wir nochmal mehr Movement Speed bekommen. Und nochmal mehr Movement Speed ist quasi nochmal mehr Attack Speed über Ravenous. Ravenous gibt uns ja mit einer Raketchance 40% unseres Movement Speeds in Attack Speed. Ja, das können wir wechseln. Ich denke, ich habe nichts vergessen. Wir gehen rein zu Lilith. Also jetzt sogar ein bisschen quasi schwächer der Build, als er ja normalerweise eigentlich wäre. Einfach nur, um zu demonstrieren, dass nicht Ball Lightning hier den ganzen Schaden macht. Dass man wirklich mit dem Damage von Arclash quasi Gegner killen kann. Also Lilith auch killen kann. Das ist ein bisschen schade. Ich habe viele Lightning-Builds gebaut diese Season, aber bei jedem Build wirkt es allein durch die Unstable Currents Ulti immer so, als ob halt Ball Lightning den Damage macht, weil Ball Lightning so sehr übertrieben stark ist in der aktuellen Season. Das verfälscht vieles das Ergebnis von sehr vielen Lightning-Builds, weswegen man so etwas hier machen muss, um das dann nicht komplett zu verfälschen. Ja, was müssen wir bedenken bei Lilith? Flameshield auf jeden Fall aufheben für gewisse Phasen, genau wie den Teleport zum Ausweichen von verschiedenen Wellen. Ulti am besten ready haben für die zweite Phase, um schnell die Schädelphase sozusagen zu überspringen. Ice Blades für ja, den Kältestack und eigentlich einfach draufballern, vorstellen und einfach Arclash in Lilith reinhauen. Komm runter. Hallo? Okay. Kann sein, dass es gleich ja ein bisschen Server-Lag gibt, aber ihr seht hier, ja, da kamen ein paar Ball-Lag-Nings raus. Das ist halt durch die Ulti. Die Ulti kann man halt nicht verzichten, weil der Build baut halt auf die Ulti auf. Aber man sieht halt, wie sie einfach downburstet. Ja, an der Stelle machen wir einmal Flameshield an. So, zweite Phase, ihr seht auch, ich habe die Ulti bis dahin ready, bis jetzt hier schmilzt. Ich weiß nicht, ob ich sie in der zweiten Phase auch ohne Ulti das Anfang das Stückchen runterkriege. Ich glaube schon. Ich könnte auch theoretisch den Anfang der ersten Phase mal ohne Ulti spielen einfach. Auch den Schaden ohne Ulti zu zeigen. Ohne jetzt, dass die Ball Lightnings irgendwie weiter verfälschen. Ja, das ist der pure Arclash Damage. Und ihr seht, bin ich auch ohne Ulti, da blockt kein Ball Lightning. Auch so ist es mehr als genug Schaden. Also ich habe jetzt nichts im passiven Slot drin und ich habe meine Ulti nicht benutzt. Mach die mal jetzt an, weil jetzt ist es relativ egal. Und auch so ist der Schaden mehr als genug, wirklich pur von Arclash selber einfach. Jetzt heißt es nur von Plattform zu Plattform laufen. Und dann sind wir soweit durch. Go, go. Ja, ich kann an der Stelle mal hier Ball Lightning reintun. Ich kann mal zeigen, wie das aussehen würde. Jetzt hier reinballer. Seht ihr? Ja, das sind die statischen Ball Lightnings. Und dieser statische Ball Lightning, ihr seht, hier kommen ganz, ganz viele Schadenzahlen. Der tut dann mit jedem Hit immer wieder diesen Firebolt dort auf den Gegner draufhauen. Ja. Das sind ganz, ganz, ganz viele Ball Lightnings aufeinander gestackt dann irgendwann. Okay. Ja, jetzt habe ich sie verbuggt. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt schaffe, weil, ja, okay. Ich habe es irgendwie geschafft, das komplett zu verbuggen. Da ist sie tot. Keine Ahnung, was das genau war, aber basically Lilith Fight abgeschlossen. Jo, das war Arclash Zorg. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Kommentare dazu habt, haut es in die Videokommentare oder kommt live im Stream vorbei. Und ansonsten sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.